KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Die Kommissare Rietz und Naseband befinden sich auf dem Rückweg von einem Einsatz. Alex, kannst du bitte nicht so weit am Rand fahren? Wenn wir von der Straße abkommen, ist der Reifen im Eimer. Sonst noch was? Ja, Frauen und Autofahren, das geht irgendwie gar nicht zueinander. Wir Männer können das einfach besser. Ach ja. Ja. Und warum belegen Studien dann, dass Frauen die besseren Fahrer sind? Weil diese Studien vermutlich auch von Frauen gemacht werden. Ja, ist klar. Ja, kennst du vielleicht eine weibliche Formel-1-Fahrerin? Die gab es. Ach, ja? Das scheint aber spurlos an mir vorübergegangen zu sein. Na, da sieht man ja mal, wie berühmt die geworden sind. Du solltest vielleicht einfach öfter mal Zeitung lesen. Ja. Boah, du fährst so schlecht. Was ist das denn jetzt? Ah, Kontrolle. Den Kollegen wird wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass du fährst wie ein Fahrschüler. Da kannst du ja die Gelegenheit nutzen und gleich aussteigen. Oh ja, gerne. Ja. Ja, hast recht, Kollege. Sie fährt wirklich schlecht. Jetzt pass mal auf. Ja, komm jetzt. Hallo. Guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Den Führerschein bitte. Ja, den habe ich doch letzte Woche schon abgegeben. Gut, dann bitte aussteigen. Alex, was soll denn das? Echt? Wir sind Kollegen, wir sind dienstlich unterwegs vom K11. Und natürlich hat die Kollegin einen Führerschein. Das war ein Witz. Könnte ich den Führerschein trotzdem mal sehen? Ja, wenn es sein muss. Sag mal, kennst du eine Formel-1-Fahrerin? Nee, wieso? Gab's da mal welche? Nee, mein Reden. Aber apropos Formel 1, das ist ganz schön schnell, oder? Hinter! Hey, Vorsicht, Kollege! Vorsicht! Komm, das Futter, den kriegen wir eh nicht mehr. Kennzeichen habe ich. Das ist also der Kerl mit dem Mercedes? Ja, Janus Albrecht, 45 Jahre alt. Ja, er ist mal erwischt worden bei einer Trunkenheitsfahrt. Der hat nichts dazugelernt. Ja, und jetzt auch noch eine Polizeisperre durchbrechen. Ich glaube, das wird ganz schöne Konsequenzen für ihn haben. Es tut mir leid, mein Mann ist nicht da. Er hat noch einen Geschäftstermin. Aber nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Wissen Sie vielleicht wo und mit wem? Das weiß ich leider nicht. Er hat mir nichts gesagt. Er wird sicherlich noch dort sein. Er ist Vermögensberater und die Termine, die dauern immer ein bisschen länger. Ja, das kann schlecht sein, weil vor 2 Stunden ist er mit seinem PKW vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Mann ist auf den Wagen angewiesen, also der würde es niemals riskieren, seinen Führerschein zu verlieren. Gut, also Sie wissen wahrscheinlich auch, dass er bereits bei uns bekannt ist wegen Trunkenheitsfahrten und diverser Rasereien. Könnte ich seine Handynummer haben? Ja, natürlich. Ich gebe es direkt ein. Ja, danke schön. Sie haben einiges durchgemacht. Darf ich mal Ihre Wunden anschauen? Danke. Das weh? Na, es klingelt schon mal. Sie sind geschlagen worden. Ja. Können Sie sich an irgendwas erinnern? Nein. Schön. Geht aber nicht ran. Ich glaube, es handelt sich auch hier wirklich nur um Missverständnis. Wenn Mama nach Hause kommt, werde ich ihm Bescheid sagen. Dann kann er sich ja bei Ihnen melden. Ja, tut mir leid, Entschuldigung. Naseband? Ja, Michi. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja. Immer erst die gute, Kollegin. Der silberne Mercedes wurde gefunden. Und die schlechte? Der Fahrer hat jemanden angefahren und ist geflüchtet. Ja, wie geht's dem Opfer? Also, er steht noch unter Schock, aber sonst geht es ihm ganz gut. Okay. Ja? Also, nochmal. Der Wagen hier hat Sie angefahren, der silberne Mercedes. Ja, Mann, der kam mit Vollgas hier an, wie aus dem Nichts. Ich hatte keine Chance. Der hat überhaupt nicht abgebremst. Doch, doch, aber es war zu spät. Konnten Sie den Fahrer denn erkennen? Ich nicht, meine Freundin. Ja, ja, ich habe was gesehen. Ja, und wie sah er aus? Ja, er war ziemlich klein. Eigentlich habe ich nur sein weißes Cap in dem Auto gesehen. Ja, können Sie den Mann denn nicht näher beschreiben? Sie haben ihn doch gesehen, als er weggelaufen ist. Nee, ich habe mich doch um meinen Freund kümmern müssen. Da habe ich den Jungen gar nicht beachtet. Wie Jungen? War das nicht ein Mann Mitte 40 ungefähr? Nee, der war höchstens 15 oder 16. Da war das auf jeden Fall nicht der Halter von dem Mercedes. Lass uns mal den Wagen ansehen. Danke erstmal.
PKW-Diebstahl und Fahrerflucht. Wer auch immer der Fahrer war, der kriegt richtig Ärger. Du sagst es. Ja. Vorne im Fußraum liegt ein Handy. Mehrere unbeantwortete Anrufe. Ah, da ist auch Michaels Handynummer. Der hat ja versucht, den Besitzer anzurufen. Hm. Wo ist eine Zahnspange? Ja. Das ist Schülerausweis. Ich glaube, wir haben ihn. Benjamin Schober, 15 Jahre alt. Na ja, Kollege, wenn ich schon so viel Geld für einen Friseur spare, kann ich dir auch mal einen Schokoriegel ausgeben, oder? Hm. Naja, ich kann mir den Riegel ja leisten. Hm. Hör zu, die Fotos beweisen eindeutig, dass der Junge den Mercedes gefahren hat. Der ist ein paar Mal geblitzt worden. Ja, seine Fingerabdrücke waren ja auch am Lenkrad. Hier, seine Kriminalakte. Der Junge hat einen Eintrag? Ja, wegen Sachbeschädigung und Diebstahlsdelikten. Aus der Akte geht auch hervor, dass der Junge ein Waisenkind ist und im Heim lebt. Ja, was seine Taten natürlich nicht entschuldigt. Tja, einen Wagen stehlen, damit herumbrausen, vor der Polizei flüchten und einen Mann überfahren. Das ist wirklich eine harte Nummer. Ja, zum Glück ist dem Mann nicht viel passiert. Was denn eigentlich mit dem Besitzer des Wagens? Ich habe gerade noch mit seiner Frau telefoniert. Sie kann sich das Ganze nicht erklären und kann ihren Mann auch nicht erreichen. Schon seltsam. Ich meine, der Wagen kostet doch einiges. Sowas melde ich doch sofort als gestohlen. Ja, vielleicht ist ihm selbst irgendwas passiert und er hat keine Möglichkeit dazu. Du glaubst, dass der Junge ihm irgendetwas angetan hat, als er den Wagen gestohlen hat? Ich will es nicht hoffen. Wir müssen den Jungen auf jeden Fall erstmal finden, bevor er noch mehr Scheiße baut. Alex hat gerade die Heimleiterin herbestellt. Sie ist seine Betreuerin. Da bin ich mal gespannt, was die Frau zu erzählen hat. Ach, das muss ein Missverständnis sein. Benjamin würde sowas niemals tun. Ein Auto klauen, in der Gegend rumrasen und dann auch noch einen Mann überfahren? Ich betreue ihn. Ich kenne ihn. Frau Mayer, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Die Fingerabdrücke, die wir auf dem Lenkrad sichergestellt haben, die sind eindeutig von Benjamin. Und er hatte ja schon des Öfteren das Vergnügen mit der Polizei. Deshalb haben wir ja auch seine Daten. Ja, aber das war damals. Da war er mit so ein paar anderen Kids bei uns aus dem Heim auf Diebestour. Das war mehr so ein Klickending. Vielleicht ist er jetzt als Einzeltäter unterwegs. Ach, Unsinn. Selbst wenn er das Auto wirklich geklaut hätte, er würde niemals absichtlich jemanden verletzen. Ja, das kann ja sogar sein, dass er das nicht absichtlich gemacht hat. Deshalb müssen wir auch mit dem Jungen reden. Ja, und dann? Und dann, ja, dann muss er sich halt für das, was er getan hat, verantworten. Ist ja ganz normal. Also, im Heim war er jetzt nicht. Wo könnte er denn stecken? Haben Sie eine Idee? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was ist denn mit Angehörigen oder Freunden? Er ist ziemlich introvertiert. Und seitdem er mit 4 Jahren schon beide Eltern verloren hat, bin ich die einzige Bezugsperson. Hat er denn ein Handy? Glaube ich nicht. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Gestern Abend noch. Wir haben zusammengesessen und haben über seine Zukunft geredet. Er will mal nach Amerika auswandern und dafür spart er sogar schon Geld. Ja, dafür braucht man aber eine Menge Geld. Ach, ja, hat es auch schon mit Zeitung austragen versucht, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Entschuldigung, ich muss kurz stören. Wir haben den Besitzer des Sportwagens gefunden. Ja. Hallo. Kein Wunder, dass er den Diebstahl nicht gemeldet hat. Ja, Tag zusammen. Ja, hallo, ich brauche noch einen Augenblick. Ja, ja. Wer hat den Toten gefunden? Der Hausmeister beim Aufräumen. Kannte er den Mann? Nee. Sag mal, Ron, was ist das für ein grünes Zeug, was hier rumliegt? Sieht nach grünem, verschmortem Plastik aus. Aha. Also, todesursächlich ist auf jeden Fall hier diese Schussverletzung im Brustbereich. Allem Anschein nach muss das heute Mittag oder am frühen Nachmittag passiert sein. Ja, so wie das aussieht, hat er noch versucht, sich so ein bisschen wegzuschleppen. Ja, es ist wohl auch jemand ins Blut getreten. Also man sieht deutlich, die Spuren führen zum Ausgang. Ja, wahrscheinlich vom Täter oder vom Hausmeister, der den Toten gefunden hat. Jungs, ihr checkt das, ja? Natürlich. Hatte er Wertgegenstände bei sich? Nein. Schlüssel? Nichts. Ich will ja echt nicht hoffen, dass der Junge ihn erschossen und ausgeraubt hat und anschließend mit der Karre geflohen ist. Das wird auf jeden Fall erklären, warum der es so eilig hatte. Ich frag mal, was die Fahndung nach ihm macht. Mann, der Junge ist 15, nicht? Pass auf, am besten du redest noch mal mit der Heimleiterin. Vielleicht verschweigt die uns irgendwas. Und ich fahr zu seiner Ehefrau und wir bringen die Todesnachricht. Alles klar. Bis später, ciao.